Aber irgendwas stimmt doch mit diesem M5-Kombi nicht. Das merkt auch Testfahrer Niki Schelle recht zügig. So ein BMW M5 mit seinen 507 PS ist in Sachen Leistung wirklich sehr weit vorn. Aber das Teil hier hat generell wesentlich mehr. Müssen mindestens 200 PS mehr sein. Das ist ja der Wahnsinn. Also das serienmäßige Auto geht schon nicht schlecht, aber was das Ding hier veranstaltet, echt, leckt mich am Arsch. Ja, mit diesem metallic-braunen Bomber geht so einiges. Schon der Sound, der dem akustischen Vernichtungsvermögen eines Death-Metal-Festivals recht nahe kommt, erweckt eine dunkle Vorahnung, dass unter der Haube kräftigst nachgeschärft wurde.